Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ihr habt schon im Titel gesehen, ich zeige euch heute wieder ein paar Stylevana-Produkte zur Inspiration. Ich habe schon auch ein paar ausprobiert von denen, die ich hier habe und ich denke, dass da für den einen oder anderen auch was mit dabei ist. Und das sind jetzt so die Produkte vom Juli. Ich bekomme ja jeden Monat ein paar Produkte zugesendet von Stylevana, die ich ausprobieren kann. Das sind Juli-Produkte. Ich habe auch diesen Monat wieder einen Rabattcode für euch. Der ist zwischen 10% und 15% extra nochmal oben drauf. Ich blende euch den ein und ich schreibe es auch noch mal unten in die Infobox rein. Und jetzt würde ich sagen, falls euch interessiert, was ich hier für Produkte habe und was ich dazu sage, dann bleibt dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert sehr gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt. Stylevana hat mir Produkte zugeschickt, ihr habt es schon eben gehört, ne? Und ich habe ein bisschen was auch schon davon ausgetestet. Alles kann ich nicht immer austesten, aber ein paar Produkte habe ich schon unter die Lupe genommen und ich fange mal direkt mit dem ersten Produkt an, was mir auch persönlich sehr, sehr gut gefällt. Das ist einmal hier so ein Cleansing Oil. Wer Stylevana nicht kennt, Stylevana ist ein K-Beauty-Shop und ihr bekommt bei Stylevana wirklich immer die besten Preise. Stylevana hat gegenüber den anderen K-Beauty-Shops wirklich immer die besten Preise und wenn ihr das mal vergleicht, auch gegen den UVP-Preis, ist Stylevana immer oben mit dabei mit den Rabatten. Ne? Ihr habt meinen Rabatt noch zusätzlich, der gilt auf die Rabatte, die schon im Shop sind, noch zusätzlich. Auf die Sets gilt das noch zusätzlich, das heißt, ihr könnt sowieso was sparen und mit meinem Code noch ein bisschen mehr. Ne? Einige meiner Kollegen haben auch einen Code und ja, wenn ihr dann Code auf jeden Fall benutzt, spart ihr ein bisschen was. Ohne Code würde ich nicht bestellen, weil es gibt immer Rabatte, immer Rabattaktionen und so weiter. Und bei Stylevana ist es so, ihr wartet ein bisschen auf die Sachen. Ne? Das ist halt immer so ein bisschen, wenn man die Sachen halt sofort haben möchte, man muss ein bisschen Geduld haben. Es dauert immer so in der Regel 2 bis 4 Wochen, dann kommen die Produkte aber auch bei einem an. Ich hatte noch keine Schwierigkeiten und ich weiß, dass einige meiner Zuschauer aber regelmäßig dort bestellen und auch noch keine Schwierigkeiten hatten. Man muss immer nur so ein bisschen geduldig sein, die Sachen kommen irgendwann an. Ne? Ihr zahlt kein Zoll da drauf, ihr könnt da ganz normal bestellen, bezahlen und ja, ich bezahle immer mit PayPal, wenn ich dort was bestelle, ne? Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und genau, die Produkte sind immer sehr gut von der Qualität. Ich hatte selten mal was dabei, was irgendwie schlecht war, was mir überhaupt nicht gefallen hat oder nicht zu meinem Hauttyp gepasst hat. Ihr könnt immer alles schön nachgucken auf der Seite. Es sind schon sehr schöne und auch interessante Produkte immer mit dabei, die auch wirklich gute Inhaltsstoffe drin haben. Und da würde ich auch direkt jetzt mal mit dem ersten Produkt anfangen. Das habe ich auch schon hoch und runter jetzt ausprobiert. Das ist das Absolute Deep Cleansing Oil von Cyricle. Das ist ein Cleansing Oil, was der Name schon sagt, was eben das Make-up runternimmt. Und das ist so geil, Leute. Das ist richtig klasse. Das ist sogar noch besser als ein Cleansing Balm, was ich, also ich bin ja ein Cleansing Balm Fan, also Double Cleansing mache ich ja immer. Und das hier ist aber absolut stressfrei. Das ist so geil. Ihr habt hier oben erstmal einen Pumper, ne? Dann nehmt ihr euch 2 Pumper, also die reichen fürs ganze Gesicht, 2 Pumper raus und dann reinigt ihr euer Gesicht. Und innerhalb von Sekunden löst sich das komplette Make-up. Das ist so krass, ne? Das hat so gut funktioniert. Das sind 150 Milliliter. Ich habe das jetzt schon die ganze Woche verwendet und ihr seht ja, ne? Ich habe so ein bisschen jetzt weg. Es ist sehr ergiebig, ihr braucht da wirklich wenig von und es löst sich alles so gut ab. Und wenn ihr dann halt mit Wasser noch so ein bisschen dran geht und ein Abschminkpad, seid ihr schon richtig clean im Gesicht. Ich hätte das nicht gedacht, ich habe erst gedacht, na gut, halt ein Abschminköl. Aber das ist gar nicht so schmierig ölig, wie man das so kennt, sondern das ist eher wie so ein Trockenöl, fühlt sich das an. Also das hinterlässt auch keinen Fettfilm auf den Augen bzw. in den Augen. Das kann ich ja gar nicht leiden, wenn ich dann erstmal nichts sehe, eine halbe Stunde und alles so verschwommen ist. Das ist hierbei nicht. Also ihr habt hier wirklich, also bei mir zumindest, ich kann immer nur von mir reden, ne? Bei euch kann das vielleicht auch anders sein, ich möchte da keine Versprechungen machen oder so. Auf jeden Fall, bei mir ist es sehr, sehr gut und nimmt mein Make-up innerhalb von Sekunden runter. Das klappt so, so gut. Das nächste Produkt, was ich auch schon getestet habe und das habe ich heute auch drauf, das ist das Centella Calming Daily Sunscreen. Also das ist eine Sonnenmilch von Unique heißt die Marke, glaube ich. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall ist die mit Centella Asiatica Extrakt. 49% sind da drin. Und das ist ein UVA-UVB-Schutz. Eine Soft Texture and Moisturizing. Also die gibt viel Feuchtigkeit und vor allen Dingen Lichtschutzfaktor 50. Die ist sehr sanft zur Haut. Also die habe ich jetzt auch schon ein paar Tage getestet. Das ist eher wie so eine Sonnenmilch. Also sehr dünnflüssig. Von der Textur her sehr reichhaltig, aber trotzdem leicht zu verteilen, zieht schnell ein, hinterlässt keinen Fettfilm, hat nicht dieses Weißeln, ne? Ihr seht, das lässt sich ganz einfach auftragen, zieht schnell ein, ihr könnt auch dann noch einen Primer oder irgendwas drüber geben, was ihr wollt, ist halt nicht so schwer auf der Haut, ist wirklich ein
eine sehr leichte Sonnenmilch, ein sehr leichter Sonnenschutz und das gefällt mir hier dran sehr gut. Der meiste Sonnenschutz ist ja irgendwie doch schon sehr zähflüssig, dickflüssig, ein bisschen pastig im Gesicht, lässt sich schwer verteilen. Das ist ganz oft bei Sonnenschutz so. Und der hier sticht wirklich raus mit seiner Leichtigkeit. Ich finde den ganz toll, weil der halt, also jetzt auch hier, ich merke das kaum. Ich merke, ich habe was drauf. Meine Haut ist auch sehr toll mit Feuchtigkeit versorgt. Dieses Centella Asiatica, was hier drin ist, ist schon sehr schön. Das ist ein super Inhaltsstoff. Das nächste Produkt kann ich euch auch sehr empfehlen. Habe ich auch schon getestet. Das ist eine Maske und zwar von Anua. Das ist die Hurt Leaf Matte Cream Mask. Ich verlinke euch auch alle Produkte unten in der Infobox, keine Angst. Falls ihr was mal nicht versteht, schaut einfach unten rein. Und das ist eine Maske und zwar hat die Tonerde mit drin und Hotunia Cordata Extrakt. Also das ist eine Tonerdemaske, die eure Haut, also die entzieht der Haut sozusagen die Fette, gibt ihr aber trotzdem Feuchtigkeit. Ich finde die ganz toll, also bei mir hat die super funktioniert. Die hat mit drin Centella Asiatica zum Beispiel, damit halt die Haut auch noch Feuchtigkeit bekommt und so weiter. Also jetzt schöne Inhaltsstoffe, ich zeige euch die mal. Das ist halt so eine Tonerdemaske, ne? Also eine Crememaske. Ich bin ja sowieso ein Crememasken-Fan geworden. Und die fühlt sich richtig schön an, wenn ihr die auftragt, ne? Und die zieht halt der Haut wirklich diese, gerade in der T-Zone, entzieht die halt der Haut schon diese Fette, würde ich sagen. Und gibt der Haut aber trotzdem Feuchtigkeit. Also eure Haut ist nicht ausgetrocknet danach. Und das finde ich super, weil diese Tonerdemasken in der Regel eigentlich immer sehr austrocknend sind und der Haut danach sehr viel Feuchtigkeit fehlt. Und das macht diese Maske hier überhaupt nicht. Hier ist richtig gut was drin, was Feuchtigkeit gibt. Was genau davon so gut ist, kann ich euch nicht sagen. Ich finde auf jeden Fall die Maske sehr angenehm zu tragen und lässt sich auch leicht wieder abwaschen danach. Die Haut sieht super gereinigt aus und fühlt sich auch schön an. Und dann noch ein schönes Serum danach drauf und ihr habt eine richtig schöne Haut. Was auch neu eingezogen ist, ist einmal von Nubusin ein Toner und zwar die Super Glowing Essence und das eignet sich perfekt, wenn ihr so eine Maske gemacht habt, ne, mit Tonerde und ihr wollt eurer Haut danach ein bisschen was noch wiedergeben. Ich finde das immer ganz schön, nach so einer Maske, die so ein bisschen rausgezogen hat, wieder was drauf zu geben und das ist halt so eine Super Glowing Essence. Ihr seht es schon, das ist so ein bisschen gelig, was hier drin ist, also sowas wie ein Toner sozusagen ist. Das könnt ihr euch dann danach auf dem Wattepad oder halt eben auf dem Pad geben und dann könnt ihr damit über euer Gesicht fahren und eure Haut bekommt erstmal wieder einiges an Feuchtigkeit zurück und bekommt einen super schönen Glow und dann würde ich mit einem Serum dran gehen. So mache ich das zumindest immer, ne? Ich gehe mal von der flüssigsten Flüssigkeit zur dicksten Flüssigkeit, Schritt für Schritt, so machen das die Koreaner ja auch und das funktioniert bei mir tatsächlich. Das ist ein Toner und der gibt wirklich einen richtig schönen Glow. Ich kann euch da jetzt halt nicht zeigen, aber ich kann euch mal zeigen, wie die Textur ist. Ich habe mir jetzt mal so ein bisschen was hier drauf und ihr seht das, wie das jetzt hier runterläuft. Also es ist wässrig, klitschig wässrig, würde ich sagen. Fühlt sich sehr schön an. Also es fühlt sich nicht nur an wie ein leeres Wasser, sondern man merkt, hier sind sehr viele pflegende Inhaltsstoffe mit drin. Hat einen ganz angenehmen, leichten Duft, ist so ein bisschen, ja, riecht so ein kleines bisschen zitrig, würde ich sagen, aber wirklich nur so ein bisschen. Ich finde es sehr angenehm und ihr bekommt halt wirklich einen super schönen Glow direkt ins Gesicht. Für mich ein absolut schönes Produkt, was ich auch weiter benutzen werde. Ich habe es jetzt erst 2-3 Mal benutzt gehabt, ne? Super Glowing Essence, es ist einfach eine Essenz, die eurer Haut Feuchtigkeit gibt. Und das ist die Nummer 3. Wie gesagt, steht auch unten in der Infobox drin, gefällt mir auch richtig gut, weil halt eben das nicht nur ein leeres Wasser ist, sondern wirklich Inhaltsstoffe drin hat, die gut sind zur Haut. Das nächste Produkt, was ich auch schon hoch und runter jetzt getestet habe und auch spitzenmäßig finde, das würde ich nämlich jetzt auch als nächsten Schritt nach diesem Toner, nach dieser Essenz aufgeben. Das ist auch eine Essenz, aber die ist ein bisschen dickflüssiger, von daher würde ich die als nächsten Schritt auftragen. Das ist von Sika und Hyaluron, die Sika Kollagen Essenz und die ist mit Kollagenen angereichert, was auch sehr gut ist, gerade bei kleinen Fältchen, bei Trockenheit und so weiter. Und also hier kann ich auch gar nichts Negatives sagen, habe ich jetzt echt auch schon ein paar Tage getestet. Das ist eine Essenz, die kommt mit einem Pumper. Das ist so eine gelige Essenz und ihr seht hier auch schon den Unterschied, ne? Also das ist eine Essenz und das hier ist auch eine Essenz, aber die sind halt unterschiedlich von der Textur, von der Flüssigkeit her. Und hier seht ihr, die läuft nur ganz langsam runter. Also die ist eher wie so ein
Gel, also wie so ein Gel-Serum, würde ich sagen, fühlt die sich an. Super schön feuchtigkeitsspendend und passt perfekt auf diesen Toner-Essenz hier mit drauf. Und das würde ich jetzt so im nächsten Schritt anwenden. Das ist halt sehr klitschig. Man fühlt einfach, dass es sehr reichhaltig ist. Und auf meiner Haut ist das wirklich super. Auch für unter die Augen, so ein bisschen drunter tupfen. Was man hiermit auch schön machen kann, ihr könnt hiermit schön mit diesen Rollern fürs Gesicht, ein Jade-Roller oder so, funktioniert hier richtig gut drauf, weil es sehr, ja, ich würde nicht sagen rückfettend, aber das ist so, also ihr habt hier eine Kleidfähigkeit, ne? Und das funktioniert halt mit diesem Roller dann sehr gut. Wenn das so wässrig ist, funktioniert das nicht ganz so gut. Dann könnt ihr nicht ganz so oft rollern, aber das hier habe ich jetzt ausprobiert mit einem Jade-Roller und das hat super funktioniert. Und da ist das Produkt auf jeden Fall sehr gut geeignet. Es ist bei Falten, also gerade so, sag ich mal, wenn man anfängt, ein bisschen im Anti-Aging-Bereich zu schauen, ist das auf jeden Fall, denke ich, ganz gut mit dem Kollagen. Bei mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich habe jetzt nichts Negatives feststellen können, gerade auch für den Hals oder so, wo das halt bei mir jetzt losgeht, wo ich die ersten Falten habe, trage ich mir das auch großzügig am Hals abends mit auf. Also sehr, sehr schön, auch von der Verträglichkeit hat mir dieses Produkt gut gefallen. Also da kann man wirklich nichts sagen. Und diese Essenz sollte man ja denken, das wollte ich auch noch sagen, dass die klebt. Aber die klebt nicht, sondern die fühlt sich jetzt, das fühlt sich einfach an wie eingecremt, wie eine schöne seidige Creme. So fühlt sich das an. Also überhaupt nicht klebrig, falls das für irgendjemand interessant sein sollte. Ich mag das auch nicht so, wie mein Gesicht klebt. Und diese hier klebt auf jeden Fall nicht. Was ich dann noch hier Feines habe, ist das hier. Und zwar von der Marke Skin 1004, glaube ich, nennt sich das. Madagaskar Centella Probio Sika Enrich Cream. Und hier ist dieses pure Centella Asiatica drin. Das ist wirklich eine super reichhaltige Creme. Habe sie jetzt auch die letzten Tage schon ausprobiert. Hat ganz toll funktioniert auf meiner Haut. Die ist wirklich extrem schön. Die kommt in einem Tiegel. Hier ist auch noch so ein Spatel mit dabei gewesen. Der liegt aber gerade irgendwo im Bad. Ist auf jeden Fall so ein durchsichtiger Spatel. Da könnt ihr das Produkt mit rausnehmen. Ist nochmal mit einem Deckel. Und auf jeden Fall ist das so eine Creme. Erstmal habe ich gedacht, die zieht so ein bisschen Fäden. Also die ist sehr schleimig. Ich würde die Creme als schleimig bezeichnen. Ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt, ne? Wie die halt hier diese Fäden zieht. Die ist so ein bisschen schleimig. So würde ich es jetzt wirklich einfach nennen. Sehr reichhaltig, zieht aber sehr gut ein, gibt der Haut super viel Feuchtigkeit. Passt auch ganz toll zu den anderen Produkten und die Haut fühlt sich so toll an. Ihr glaubt das nicht. Die Haut fühlt sich wahnsinnig toll an, auch für die Hände oder so ist die toll. Ich habe sie jetzt auch einen Abend auf die Hände mit verteilt, weil ich so extrem trockene Hände habe. Ich habe ja immer mit diesen Wasserbläschen im Sommer zu tun. Und da habe ich meine Hände damit ein bisschen eingecremt und ihr könnt das hier sehen, ne? Was das für ein Glow auch gibt. Die Haut sieht super aus danach. Ihr könnt die auch über Nacht drauf machen, falls ihr das tagsüber nicht so reichhaltig mögt, so wie ich. Ich mag das nicht so gern tagsüber so reichhaltig. Ich mache das lieber dann immer abends und meine Haut war morgens immer noch, da war wie so eine Schicht noch drauf, so eine pflegende Schicht, also als hätte ich so eine Nachtmaske benutzt. So hat sich das angefühlt. Also absolut super toll, aber trotzdem nicht zu schwer auf der Haut und bei meiner Mischhaut hat die sehr gut funktioniert. Die kann ich euch sehr empfehlen. Allein von der Textur ist das mal was anderes, dass sie so schleimig ist. Also die hat irgendwie so richtig klebrig, schleimig ist die in der Textur und es fühlt sich einfach toll an, die aufzutragen. Ist trotzdem cremig, aber man fühlt, dass hier was drin ist. Wisst ihr, wie ich meine? Und die ist einfach nur fantastisch. Ich bin total verliebt in diese Creme. Finde ich toll. Dann habe ich noch zwei Produkte, die habe ich aber noch nicht ausprobieren können. Da hat mir auch einfach die Zeit gefehlt und das eine Produkt möchte ich gern für den Winter aufheben. Das eine ist aber eine Sonnenessenz in Form, also das ist eine Sonnencreme in Form von einer Essenz. Das ist eine sehr milde Essenz, super mild Essenz steht hier drauf und die hat einen Lichtschutzfaktor von 50. Vielleicht für den einen oder anderen auch sehr interessant, dass das eine Essenz ist und dass es halt auch sehr leicht in der Textur sein soll. Wie die jetzt auf der Haut ist, kann ich euch nicht sagen. Wie gesagt, ich habe sie noch nicht ausprobiert. Ich lasse die auch erst nochmal zu. Ich habe so viel Sonnenschutz offen und ja, das muss ich ja auch erstmal alles leer bekommen. Auf jeden Fall gibt es so etwas von der Marke Skinnig. Und wie gesagt, Enjoy Super Mild Sun Essence. Für den einen oder anderen bestimmt auch interessant. Ich werde sie bei gegebener Zeit austesten und ihr werdet es dann erfahren. Ich weiß halt nur noch nicht wann, ne? Ist auf jeden Fall Lichtschutzfaktor 50, auch ganz spannend. Und was auch dabei ist, was auch spannend ist, aber für mich jetzt kommt das nicht in Frage, ne? Das ist von Skin 1004 nochmal. Madagaskar Centella Tone Brightening
Ampulle. Und zwar soll die Haut so ein bisschen aufhellen. Ne? Hier ist Niacinamid zum Beispiel mit drin, Centella Asiatica und alles, was so ein bisschen die Haut aufhält. Aber das mag ich jetzt nicht, weil ich benutze ja selbst Bräuner und da möchte ich einfach nicht, dass meine Haut aufgehellt wird. Und deshalb benutze ich sowas lieber oder halt ausgeglichen wird. Ne? Das gleicht den Hautton aus, sodass die Haut schön gleichmäßig aussieht von der Farbe her und keine Pigmentflecken und so weiter da sind. Dafür ist es gut. Aber ich werde das auf jeden Fall aufheben für den Herbst. Das sieht sehr schön aus. Eine wirklich super schöne, cleane Flasche, cleanes Design. Und da sind solche Perlchen mit drin. Und ich glaube, da ist dieses Centella Asiatica mit drin. Ist auch so ein bisschen klipprig. Seht ihr das? Es ist nicht ganz so flüssig. Ein schönes Serum. Und da bin ich auch gespannt. Aber wie gesagt, das teste ich erst im Herbst. Das wollte ich jetzt nicht testen, weil ich denke, das und Selbstbräuner passt nicht so ganz zusammen. Ich achte da schon drauf, dass ich im Sommer nicht so Sachen benutze, die dann halt eben ja, den Selbstbräuner kaputt machen oder sich halt irgendwie in die Quere kommen. Muss man immer ein bisschen gucken und deshalb hebe ich mir die auf. Aber vielleicht für den einen oder anderen interessant, wenn ihr euren Hautton ein bisschen ausgleichen wollt, gibt es sowas auch von Skin 1004 und die Produkte sind meistens nicht so teuer. Auch diese Creme hier, die ist nicht so teuer. Man denkt, oh, die ist bestimmt teuer, die ist überhaupt nicht teuer. Die Preise sind wirklich richtig gut und wie gesagt, ihr könnt mit meinem Rabattcode, ich blende euch das auch nochmal ein, ein bisschen was drauf sparen. Also die Produkte haben mir diesen Monat richtig, richtig gut gefallen. Meine absoluten Lieblinge, zeige ich euch jetzt, die ich wirklich euch von ganzem Herzen empfehlen kann, sind diese drei. Also das Cleansing Oil ist absolut der Hammer. Das nimmt alles runter, auch wasserfeste Mascara und so hat damit sehr gut funktioniert. Dann einmal die Creme, ne, habe ich euch ja eben schon gesagt, die ist sehr, sehr, sehr gut. Und das Sika Kollagen, diese Essenz, hat mir auch mega gefallen, also weil die halt einfach so schön feuchtigkeitsspendend ist und man sieht einfach so aufgeplammt aus, ist wirklich super schön. Diese drei Produkte kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Die anderen drei Produkte müsst ihr halt mal gucken, ob euch da was interessiert. Na, ich finde sie gut. Also ich konnte hier nichts Negatives feststellen. Die Maske vor allen Dingen für mich haut sehr schön, der Toner sehr schön. Und auch der Sunscreen, sehr schön. Ja, das war's auch schon mit den K-Beauty-Neuheiten für Juli. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche Produkte euch hiervon auch interessieren würden. Ich lasse euch, wie gesagt, auch die Links alle unten drin in der Infobox. Da könnt ihr euch dann durchklicken, könnt gucken, ob euch da ein Produkt interessiert oder nicht. Manchmal sind die dann auch nochmal ein bisschen runtergesetzt und ihr könnt nochmal ein bisschen was sparen. Vielen Dank an Stylevana für die Zusendung der Produkte. Ich würde mich jetzt auch schon direkt verabschieden. Dankeschön, dass ihr hier wart. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!